Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw. Willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter Radio für Samstag, den 10. Februar 2018. Wir wollen Ihnen heute einen Blick in die Falter Werkstatt bieten. Und zwar zur unendlichen Geschichte der Burschenschaften, der FPÖ und von Türkisblau. Die Affäre um das vom Falter aufgedeckte Liederbuch mit antisemitischen Hetzliedern der Burschenschaft Germania hat zu einer Gewissenserforschung der Republik geführt. Die FPÖ kündigt eine Historikerkommission zu den eigenen braunen Flecken an. Die wichtigsten Informationen zum Thema Rechtsextremismus kommen seit vielen Jahren vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes in Wien. Das Dokumentationsarchiv sammelt und bewertet Flugblätter, Plakate und sonstige Schriften aus dem rechten Milieu. Mit einem der kundigsten Forscher im Dokumentationsarchiv hat Falter-Chefredakteur Florian Klenk ein ausführliches Interview geführt, das im Heft diese Woche abgedruckt ist. Es geht dabei auch um den norwegischen Terroristen Breivik und um die Ähnlichkeiten zwischen deutschnationalen, rechtsradikalen und islamistischen Dschihadisten. Wir stellen in diesem Podcast das gesamte Interview von Florian Klenk mit dem Rechtsextremismus-Experten Andreas Peham online. Ist das, was man im Fall Landbau erfahren hat, ein auch für euch extremer Fall? Oder ist das etwas, was man, wenn man da jetzt in den Aktenordnern graben würde, ständig finden würde in Burschenschaften? Grundsätzlich herrscht auf dem Boden Konventsgeheimnis, das heißt, es soll relativ wenig nach außen dringen. Es gibt zwar, und da versuchen wir gerade, aber sind wir auch weit entfernt von Vollständigkeit, ist natürlich auch eine Frage der Ressourcen. Es gibt zwar so Festschriften, die sind schon wiederum aber an ein Publikum, also an ein größeres Publikum, nicht nur an den engeren Bund gerichtet und von daher auch schon ein bisschen anders verfasst in der Sprache. Aber die sozusagen dort, wo sie wirklich Tacheles reden und eben auch singen, an das kommt man relativ selten. Da gibt es eben dieses Konventsgeheimnis, es soll nichts nach draußen dringen. Aber auch die Festschriften, die ja eigentlich eben so das Repräsentative, gerade zu runden Geburtstagen, 100, 110, 150 oder so weiter, gibt es eben Festschriften und die sind tatsächlich eine Quelle immer wieder gewesen, bis rauf in jüngeren Jahre. Man könnte, wenn man so eine Tendenz absieht, dass natürlich, wenn du eine Festschrift aus den 50er, 60er Jahren dir liest und wie dort über Nationalsozialismus geschrieben wurde, ja, also sehr affirmativ bis hin zu ja, die Verbrechen leugnend, ja, und dann merkst du natürlich im Laufe der Zeit auch eine Veränderung der Sprache, aber der Grundtenor, nämlich das Wegschieben, ja, von Schuld und Verantwortung, das bleibt gleich. Es wird halt nur in der Sprache sozusagen gemäßigter. Mit einer Ausnahme, das wäre die Burschenschaft Olympia, deren Festschrift wahr und frei, na, wahr und treu, kühn und frei oder so, war, egal, müsste man nachschauen. Die ist im Laufe der Jahre, also vor allen Dingen zwischen 89 und 1996, ja, noch extremer waren quasi auch in der Wortwahl. Das heißt, die Olympia, um das für den Laien festzuhalten, die Olympia ist die Burschenschaft, der Martin Graf angehört. Genau, der Harald Stephan. Bei der Strache eine Festrede gehalten. Genau, Markus Ripfel, der erst vor ein paar Wochen aus der Partei ausgeschlossen worden ist, wegen Neonazismus. Die auch die Plattform, oder Olympen haben auch die Plattform unzensuriert.at mit. Genau, es ist also eine Co-Produktion, sind von mehreren Verbindungen, Gauthier, wo der Höferl ist, aber Walter Asperl, der auch technische Mastermind dahinter, ist Olympia. Und diese Burschenschaft, kann man die vergleichen mit der Germania in Neustadt? Schwer, weil es eine akademische ist. Ja. Und es ist grundsätzlich so, dass die penalen Verbindungen ja, weniger politisch sozusagen aktiv sind, auch nach außen. Nach innen zwar schon, aber auch vorsichtig, langsam. Also da werden durchaus auch Leute angeworben, sozusagen aus den Klassen. Junge, eben Burschen, mit Versprechen von Gemeinschaftlichkeit, eben Kameradschaft, billiger Alkohol, Unterhaltung, ein bisschen Abenteuer, ein bisschen Verschiedenes. Und die Ideologie ist dann oft sozusagen sekundär oder tertiär. Ja. Das heißt, für die ganz Laien, die penalen Burschenschaften, also die sich an die Mittelschulen wenden. Genau, akademisch an die Universität. Wie wird man da? Da kommt Udo Landbau, geht ins Gymnasium mit genau. Neustadt, Militärgymnasium. Und vor allen Dingen in so einer Schule wie das Militärgymnasium, und es gibt auch andere Schulen, gerade in Kärnten, so an HTLs, wo es viele Überschneidungen gibt, auch im Lehrkörper mit der Burschenschaft, ja, wo es manche von der Direktion abwärts ja, hier Altherrenschaften gibt und so. Und wo es natürlich auch aus der Perspektive mancher Schüler ratsam sein kann,
da reinzugehen. Ja? Um eine bessere zum Beispiel, ja. Das heißt aber noch nicht, dass man dann den Weg zur akademischen dann auch weitergeht. Immer wieder wird das Beispiel Michael Häupl genannt, Rugier Krems. Ja? Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nie gelesen, was sozusagen seine Motive waren, da reinzugehen, aber nehmen wir mal an, das war genau das Vorpolitische, ja? Ja. Beim engen Verständnis von Politik. Also, und da kommst du, wenn du familiär nicht vorbelastet bist, in der Regel im 17, 18 gehst du da wieder. Du gehst den Weg nicht weiter. Den Weg weiter zu den akademischen, wie die Olympia, gehen eher die, oder fast, ich würde sagen, zu 80%, schätze mal jetzt vom Hintergrund meiner Zahlen, sind 80% die Söhne von Burschenschaftern und oft schon die Enkel oder Urenkel von Burschenschaften. Also es ist familiärer Konformismus, der sich da ausdrückt. Und darum hast du ja bei den Penalen durchaus Leute, eben wie im Bürgermeister Häupl, die dann später bei der SPÖ sind, ja, aber früher mal bei einer penalen Burschenschaft waren. Ja. Das heißt, so eine Burschenschaft, so eine penale Burschenschaft, die kann ich mir das vorstellen, so ein bisschen, das sind sozusagen völkische Salafisten. Ne? Kann ich mir das so ähnlich vorstellen wie die Anwerbung von Islamisten? Ja, durchaus. Es geht so klein, also der Vergleich ist in kleinen Dosen. Der Vergleich ist natürlich sehr polemisch, weil, wie soll man sagen, nicht immer, nicht bei jeder penalen Burschenschaft sozusagen diese Fanatisierung und die Ideologisierung so stark im Vordergrund steht, wie zum Beispiel eben bei der Vandalia in Wien, bei der Germania in Wien, die gehören oder haben den Ruf im Milieu, jetzt im penalen Burschenschaftsmilieu, die steilsten zu sein. Die Vandalia ist die, in der Strache und Gudenus, ja. Heinrich Strache und Wotan Gudenus sind ihre Couleurnamen, auch eine Besonderheit der Penalien, da gibt es Couleurnamen. Ja. Aber zurück zur Frage, akademische Burschenschaft, eben, wenn man die Olympia mit der Germania vergleicht. Wie gesagt, die Germania ist im Unterschied zu Olympia weniger tätig nach außen, also im Ort schon natürlich, aber dort sehr, wie soll ich sagen, nicht so politisch explizit wie die Olympia. Ja, der Kampf sozusagen, die Weltanschauung, der Kampf für das Deutschtum, all das, das baut langsam auf. Ja, und da kann man zu jedem Zeitpunkt natürlich immer wieder auch noch raus. Das heißt, die Beneler sind, wenn man sie mit dem Pfadfinder vergleichen würde, die Wölflinge. Ne? Genau. Und ein Teil der Beneler, und da kann man durchaus auch raus. Ja. Ein Teil der Beneler geht dann, und wie gesagt, das sind dann die vor allen Dingen familiär Vorbelasteten, aber auch welche, die vielleicht so in der Bindung so eng kaum gebunden werden, dass sie nicht mehr raus wollen können, die gehen dann weiter zu den Akademischen. Die Germania ist jetzt mal grundsätzlich eine Penelische. Ja. Das heißt, die dieses Liederbuch singen, was sind das? Das sind lauter Schüler gewesen. Schüler bzw. alte Herren. Also wir unterscheiden eben, es gibt drei Stufen. Der Fuchs, das ist das erste, das kommt vom lateinischen Fezes und genauso werden sie behandelt. Ja. Dann, und das, ich glaube, ist offensichtlich, welcher System dahinter steckt und was das soll. Nämlich, da geht es um Norbert Elias, spricht da vom Habitus ohne Mitleid. Also es geht darum, sozusagen die Leiter zu brechen. Und das ist auch, passt der Vergleich wieder mit dem IS und anderen pathologischen Gruppen, weil die Neuen als erst noch einmal ordentlich in Dreck gedruckt werden, richtig beschämt werden, erniedrigt. Wie passiert das? Da sind wir heute auch auf Erzählungen angewiesen und auf Geständnisse und Berichte. Das Harmloseste, und das ist das, was auch nicht abgestritten wird, und darum, alles andere wäre jetzt Spekulation, solange wir keinen Beweis haben. Aber ich habe schon Schlimmeres gehört, aber das Harmloseste, was sie, wie gesagt, auch zugeben, ist der Trinkzwang. Ja, das schaut so aus, am Verbindungshaus ist ja alles streng ritualisiert, ja, überhaupt kein Platz für Spontanität, hat auch was Kontraphobisches gegen Angst. Ja. Und die Füchse werden sozusagen Chora Publico gezwungen, Bier oben reinzulernen, auf Kommando, aber dürfen nicht aufstehen. Und das halt so lange, bis sie nicht woanders, überall anders rausrinnt, zur allgemeinen Belustigung, eben diese immer Beschämung und das Lachen. Ja. Und jetzt kommt es aber, wenn du durch diese Hölle durchgehst, ja, ein Jahr lang, dann wirst du, wenn du das schaffst, wirst du sozusagen geburscht, ja, vollwertiges Mitglied, ja, und dann hast du wiederum einen Fuchs, einen Leibfuchs, ja, unter dir, und jetzt geht der durch die Hölle. Und so geht es immer weiter, wobei natürlich auch nicht bei jeder Verbindung, aber das finde ich einen wichtigen Zusammenhang, je weiter rechts die Verbindung, also desto gewalttätiger auch nach innen, desto sie selbst nennen das, also Schneid, ja, mit dem ideologischen Rechtsaußen ist sozusagen im Milieu mehr an Schneid verbunden. Ja.
Also eine bestimmte das heißt, Form auch das, der was, Männlichkeit. Das heißt, das, was wir nach außen sehen bei den Schlagenden, das Fechten ist gar nicht die einzige sozusagen Grausamkeit, sondern es gibt eine psychologische und eine, genau, genau. Und eine viel tiefsitzendere genau. pathologische Art und Weise. Genau, und das Fechten ist in dem ganzen Mechanismus, in dieser eben Zurichtung oder Herstellung eben von diesem Habitus ein ganz wichtiges und als solches wird es auch von Burschenschaften genannt, Erziehungsinstrument. Ja. Und was auch eingeräumt wird, und das zeigt sich sowohl historisch als auch aktuell, dass durch diesen Aufbau eben von Probemitgliedschaft und dann eben diese Selektion, diese Erniedrigung, das hat ja auch die Funktion, und das wird eingestanden, unliebsame sozusagen Leute draußen zu halten oder die, auf der einen Seite die Lauwarmen, die nicht würdig sind, aber auch die uns feindlich gesonnen sind, die uns quasi aushorchen wollen. Das heißt, du gehst, so wie bei der Neonazi-Gruppe, gehst nicht rein, weil du Straftat begeben musst. Ja, klar, das bindet dich an die Gruppe. Zu einer Burschenschaft gehst du nicht rein, als zum Recherchieren oder als, aus welchen Gründen auch immer, also nicht kooperierte Gründe, gehst du nicht rein, weil du ein Jahr eben durch diese Hölle musst. Ja, man, wer tut sich das an? Ja, aber das schreckt genau die ab und das macht die Burschenschaft eigentlich zur idealen Organisationsform für ja, illegale politische Betätigung. Ja, und das schreiben sie auch auf Alten Donau, also die Küssel-Budin-Seite, die übrigens beide Kooperierte waren, ja, kommen aus dem kooperierten Milieu, aus dem Wiener kooperierten Milieu, und die schreiben auf Alten Donau, bei aller Kritik, sie kritisieren auch die Burschenschaft natürlich, weil sie zu lasch sind und sich zu sehr sozusagen dem Zeitgeist beugen und zu wenig Rückgrat zeigen, aber gleichzeitig sagen, die Burschenschaften sind die einzige Organisationsform, auf die wörtlich der nationale Widerstand zurückgreifen kann. Ja. Und das war auch historisch so. 1933 wird die NSDAP verboten und gerade in der Steiermark und hier auch akademisch, aber auch in penale Verbindungen in Niederösterreich, ja, werden dann 1933, 1934 verboten. Die Germania Ried, wo Elmar Bodgorschek ist, wird meines Wissens 1933 schon verboten. Als Tarnorganisation der NSDAP in der Festschrift der Germania, und da bin ich wieder bei der Geschichtsklitterung, steht drinnen, was ja auch Teil der Wahrheit ist, aber nur die halbe Wahrheit, wie so oft. Genau, es ist sozusagen Ständestaat, außer Faschismus, alles, wird Demokratie wird abgeschafft, quasi macht man sie zum Opfer. Die Sozialdemokraten und wir. Genau, so quasi. Man hat einen wahren Kern, aber ist vor dem Hintergrund der Gesamtgeschichte natürlich eine Lüge. Ja? Das heißt, wie kann man sich eure Recherche vorstellen? Ihr versinkt da in einem Archiv von Tausenden oder Hunderttausenden Zetteln und Flugblättern und ihr sammelt richtig noch alles, was es gibt, ja, seit Jahrzehnten. Wie recherchiert ihr über diese Szene? Habt ihr Verbindungsleute, die euch was zuliefern? Oder nicht systematisch, aber es gibt immer wieder Leute, die aus verschiedenen Gründen, und ich frage da auch nicht nach, ja, angefressen sind, Rechnungen offen haben, aussteigen wollen und so weiter, die was bekannt machen. Sozusagen aus eigener Anschauung etwas bringen, etwas melden. Ja. Man muss natürlich gerade beim Melden und Anführungszeichen immer sehr vorsichtig sein, weil das können sozusagen auch ungerechtfertigte Beschuldigungen sein, muss man natürlich sowieso checken, auch bevor man sowas weitergibt, aber auch bevor man es archiviert. Ja, weil in 20 Jahren, wenn sozusagen, ja, dann schaut es aus, als wenn das wirklich Faktum gewesen wäre. Also da sind wir sehr vorsichtig. Aber alles, was sozusagen dokumentarischen Charakter hat, wobei beim Bild ja bekanntlich man auch immer vorsichtiger werden soll und wir auch sind, das wird eben abgelegt, ausgewertet natürlich. Wir arbeiten natürlich auch mit dem Innenministerium zusammen, liefern dort auch Berichte ab zu, also die Ergebnisse unserer Beobachtung, ich sage gleich noch genau, wie diese Beobachtungen ausschauen, also werden auch dort abgegeben. Hoffentlich auch weiterhin, also es wird halt auch spannend, ob das unter dem FPÖ-Innenminister dann weitergeht, muss man schauen. Wie recherchieren wir? Nehmen also das Zugetragene sozusagen quasi von Aussteiger, Aussteigerinnen ist relativ selten, also es kommt wirklich selten vor, die gehen auch in der Regel mehr direkt an Journalisten und Journalistinnen, aber auch da arbeiten wir eng zusammen. Also das klassische Fotostrache bei der Verbindung. Genau, das geht gleich an die Zeitung und da kommt dann oft. Von dort zu euch. So. Genau, beziehungsweise wenn es dann darum geht, wenn Journalistinnen zum Beispiel auch sowas kriegen, wir verstehen uns als Serviceeinrichtung, auch für, natürlich für Medien,
wenn es eben zum Beispiel um so ein Foto ging oder um einen Namen, der mit dem, dann wird bei uns auch gefragt, hey, ist das überhaupt möglich? Geht das, macht das überhaupt Sinn? Kann das überhaupt sein? Oder ist das eher unwahrscheinlich, eben um Sachen auch so zu verifizieren? Und ja, aber wie gesagt, das bei uns ist es ein relativ geringer Prozentsatz unserer Informationen. Ein größerer Prozentsatz, und das ist durchaus auch eine Aufforderung, kommt sozusagen aus der Zivilgesellschaft. Das beginnt bei den Nachbarn, Nachbarinnen, die gegenüber Hakenkreuzfahne sieht im Fenster, haben wir vor 2 Jahren einen Fall gehabt in Otterkring, ja, ist mittlerweile verurteilt, ja, weil das auch strafbar ist, wenn das einsehbar ist. Ja, du dürftest zwar eigentlich daheim sie hängen haben, ja, weil du darfst ja Nazi sein, aber in dem Moment, wo sie potenziell Öffentlichkeit sozusagen wahrnehmen kann. Das heißt, heimlich darf ich Nazi sein? Darfst du, ja, ja. Du kannst 24 Stunden vor dem Spiegel stehen, die Hand zum Hose erheben, 5 Bier bestellen, wird dir niemand was tun. Aber wehe, du machst Fenster auf oder du lädst ein Kamerateam ein oder weißt du, in dem Moment, wo Öffentlichkeit, und die Öffentlichkeit ist in Österreich ab 10 Personen. Ja. Also die Kneipabend bei der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt ist in der Regel eben von mehr als 10 Personen besucht, in dem Moment gibt es schon Öffentlichkeit. Ja. Also ja, das sind halt eben Informationen von Leuten, die etwas beobachten, die was melden. Und hier auch da sehen wir uns wieder als Servicestelle, gerade in Wien weniger, aber gerade in ländlichen Regionen haben wir es leider immer noch oft, ist zwar besser geworden in den letzten Jahren, aber bei manchen Behördenteilen, egal ob Justiz, also Staatsanwaltschaften, aber vor allen Dingen Polizei, ja, eher mit Unwilligkeit zu tun. Ich will da nicht immer gleich Komplizenschaft oder irgendwas vermuten, sondern auch typisch, ja, Arbeit will nicht, ist zu klar. Also, schon wieder eine Nazi-Geschichte. Genau, zu wenig Bewusstsein auch, dass das keine Bagatellen sind, dass Verbotsgesetz Verfassungsrang hat, dass das ganz wichtig ist. Und da sehen wir uns schon auch als Stelle, wo eben so untätige eben Beamte quasi kommen dann zu uns und wir können eine Ebene drüber, zum Beispiel gleich beim LVT, also Landesamt, quasi eine Instanz drüber gehen, aufgrund unserer Kontakte. Ich weiß nicht, ob mein Eindruck selektiv ist, aber mir ist schon vorgekommen, dass in den letzten Jahren sozusagen das Thema Nazi-Burschenschaften und im Fall, dass sagen wir mal, die Nazi-Geschichten irgendwie zurückgegangen sind oder irgendwie nicht voll mehr in dieser Weise thematisiert wurden oder man irgendwie von diesem Zeug genug hatte. Ja. Ich glaube, die große Welle des Handbuchs des Rechtsextremismus und das jetzt mit den Büchern von Schasach, die ihr, glaube ich, auch sehr intensiv mitrecherchiert habt. Ja, voll, die passieren viel auf unserer Seite. Auf einmal ein Interesse wieder entsteht, weil die FPÖ wieder regiert. Was hat sich in dieser Szene geändert? Wenn man jetzt die Szene heute vergleichen würde mit der Szene 2000, als die blau-schwarze Regierung ist, hat sie sich verändert oder ist es immer das gleiche schockgefrorene Gespenst? Manches ist gleich geblieben, manches hat sich verändert. Ich möchte noch ganz kurz vorher noch ergänzen, was haben wir sie vergessen? Nämlich, und eigentlich unser Hauptteil unserer Recherchen darauf sind wir stolz, wir haben eigentlich seit den späten 80er, frühen 90er Jahren jede wäre übertrieben, das kann man jetzt sagen, aber zumindest auf gedruckter, also in Zeitungsform, Journal, Magazinform, alles was von rechtsextremer, neonazistischer Seite in Österreich in einer größeren Auflage wie 10 Stück produziert, also das haben wir da. Ja. Das heißt, ihr sammelt jedes Flugblatt sozusagen. Flugblatt, Zeitschriften, was es gibt. Woher natürlich kriegt man das? Nein, die würden uns nicht, die würden uns, das kriegst du nicht in der Trafik, das sind sozusagen auch die Aula gibt es nicht offen, sondern nur an Abonnenten, Abonnentinnen, und ist ganz klar, die würden uns nicht das schicken. Das heißt, wir haben Leute, auch aus der Zivilgesellschaft, die uns nahestehen, die das abonnieren und dann bringen. Ja, und das werten wir aus und dann berichten wir drüber. Und hier natürlich kommt zunehmend das Internet rein, auch als sozusagen Beobachtungsfeld, weil sich viel von der Propaganda, aber auch von der Kommunikation natürlich aufs Internet sozusagen verlagert hat. Soziale Medien hauptsächlich? Neue soziale Medien, ja. Eine Zeit lang, es gab so eine Übergangszeit, wo die Homepages auch in Österreich stark, also auch von Neonazi-Seite betrieben wurden und dann auch die Blogs, aber zunehmend heute, sagen wir so ungefähr, das ist jetzt für Deutschland und Österreich wert, dass 80% der jetzt wirklich hart rechtsextremen, also neonazistischen Inhalte werden über neue soziale Medien. Das heißt Facebook vor allem? Oder? Vor allen Dingen, wobei die eben auch zu VK wechseln, sehr, weil sie dort langsam spielt, aber doch auch bei Facebook sozusagen hier neue VK oder andere das russische Facebook, wo es erst gestern Markus oder heute Markus Rittfeld geschrieben hat, dass er jetzt dort eben, er ist ja schon vor längerer Zeit hingegangen,
weil es dort weniger Zensur gibt. Ja. Und da ist das Feld natürlich ausgeufert und da sind wir mehr denn je auf Leute angewiesen. Und die in solche Gruppen sozusagen. Genau, und die, wenn sie was finden oder wenn sie was sehen im Netz, uns melden, beziehungsweise in Kopie auch der Meldestelle, ja, und dann denken sie viel halt zurecht, ja, zur Sicherheit einem Dörfer war es, wie es auch beim Amt damit umgegangen wird. Ja, so viel zur Recherche, aber da bin ich ja schon bei der Veränderung, das hat natürlich auch die sozusagen die technologische... Kurz, ja. Sie haben sich früher anders genannt, haben einen anderen Namen gehabt, das war der Heribert Schiedl. Ja, lange, warum über 10 Jahre. Über 10 Jahre, man durfte den richtigen Namen nicht einmal gescheit wissen. Ja, nein, aber leider haben in der linken Szene doch viel zu viele gewusst und so ist er auch dann bekannt worden dazu später oder gleich. Nein, die Wahl ist, ich glaube, auf der Hand, also wenn man in dem Milieu recherchiert und ich habe zwischen 1993 und 2003 tatsächlich auch in der Szene recherchiert, aber immer nur punktuell. In der Szene undercover sozusagen. Genau, genau. Aber nie so länger, also immer nur so eine Veranstaltung, ein Konzert, eine Demonstration, sozusagen nie auf Dauer in der Gruppe aus den schon genannten Gründen. Eben, du musst der Straftat begehen oder bei der Burschenschaft musst du auf die Hölle gehen. Also danke. Was natürlich auch nicht ungefährlich war, aber ich bin ja nie jetzt, ich würde es gar nicht so heroisieren oder so, ich bin nie jetzt in einen Keller runtergegangen alleine mit denen. Ja, das wäre mir viel zu gefährlich. Also immer möglichst im halböffentlichen Raum. So. Aber im öffentlichen Auftritt war es immer Heribert Schiedl. Genau, genau. Das war in der Szene war der Gerfried, dann der Andi und der Heribert Schiedl. Und das ist lang gut gegangen, weil sie nicht gewusst haben, also wer der Heribert Schiedl ist, der sozusagen. Es gab auch noch keine Google News und keine. Das natürlich in Internetzeiten wäre das vielleicht in einem Monat schon hochgegangen, auch hier mit Handy und fotografieren. Und Heribert Schiedl hat dann das war Zufall, ne? Zufall, Telefonbuch. Also war damals Klaus Zellhofer dabei, es war ein sehr lustiger Abend, Wolfgang Burtscheller, wie wir alle zusammengesessen sind, ich glaube Peter Mayer und andere. Und dann ist es darum gegangen, eben, ja, wer wie und wer schreibt unter seinen Namen, weiß ich schon, bei wem ist es schon wurscht, eben bei Wolfgang und bei mir und so. Und dann haben wir halt mit Telefonbuch und blind so, und dann ist halt Schiedl rausgekommen und der Vorname, da haben wir uns halt so über Namen. Und das ist nämlich, weil nämlich auch wichtig kann, so, weil die meisten vor lauter Narzissmus, wenn sie mal die Chance haben, sich selbst einen Namen auszusuchen, dann wählen sie in der Regel einen schöner klingenden wie den Originalnamen, wenn schon den schon quasi Künstlerinnennamen oder so. Die fliegen dann früher auf, weil das ist nicht so glaubwürdig, aber Herr Kitschil war schon so glaubwürdig, dass er. Ja, und jetzt bei den Linken, die Nazis sind selber gar nicht draufgekommen oder die Rechtsextremen. Sondern die Linken haben wir ausgeliefert. Also nicht die Linken, sondern anti-imperialistische Koordination, also das Milieu, das zunehmend unter einem europäischen Vergleich, weil wenn man so schaut, auch wie BDS verankert ist und dass sie in Österreich, in Wien keinen Fuß am Boden kriegen, hängt nicht zuletzt auch damit zusammen. BDS, müssen wir kurz erklären. Boykott, die Investment, genau, und Sanktionen, also gegen Israel gerichtete Boykottbewegung. Stichwort Antisemitismus von links und diesen Antisemitismus von links und den islamistischen Antisemitismus zum Zeitpunkt, wo die FPÖ sozusagen das Thema noch nicht entdeckt hatte oder noch nicht in dem Ausmaß, habe ich das schon problematisiert und auch darüber geschrieben. Und das hat eben diese Anti-Imperialisten, wie gesagt, waren nur ein Teil der Linken, so wütend gemacht, ja, diese Kritik, und sie haben so abwehrend reagiert, dass sie mich geoutet haben, also quasi den Nazi ausgeliefert. Ja, was aber wiederum auch dazu geführt hat, dass sozusagen die Isolation dieser Gruppen noch stärker vorangetrieben wird. Dass sie Leute mit mir solidarisiert haben, die eigentlich politisch auch, die auch nicht so meine, die mit denen ich auch viel Auseinandersetzung habe, aber die klar sagen, das ist eine Grenze. Ja? Also man liefert nicht sozusagen, auch wenn man ja, viel mit ihm streitet und sich über ihn ärgert, aber man liefert ihn nicht an Nazis aus. Also die haben sich damit schon selbst ein bisschen ins Out gekickt. Ja, und seit damals wissen sie es natürlich, es gibt ja Fotos. Ich bin ja 2008 gemahnt worden vom Verfassungsschutz. Da sind damals ganz konkret gegen mich, gegen Kollegen Trübswasser in Oberösterreich, also Mordpläne gesponnen worden. Fand ich sehr korrekt, dass sie mich gemahnt haben, obwohl ich es eh natürlich vor ihnen schon gewusst habe. Weil wir das immer auch kritisiert haben bei Alpen-Donau, dass dort Leute mit Foto, Namen, vielleicht auch nur Adresse sozusagen geoutet werden, was eine Bedrohung darstellt, klarerweise. Und der Verfassungsschutz aber die Leute nicht informiert hat. Das haben sind wir wieder auch zu Recht kritisiert worden. Nein, ist egal jetzt welcher dann oder BVD oder dann halt die Länder. Mhm. Und das ist zumindest damals, hat das funktioniert und ich hoffe mal, dass das bis heute ähnlich ist, aber wer weiß. Wie überhaupt, ja.
Und das sage ich immer bei Vorträgen und das ist halt so natürlich auch ein Aufruf ans Publikum. Wenn wir gesellschaftlich nachlassen, da Druck aufzubauen, wenn der Druck auf Behördenteile auch nachlässt, werden auch die Behörden nachlässig. Das ist immer so. Und da bin ich auch eben bei der Frage sozusagen auch der, ja, der Höhen und Tiefen, so quasi in der Nachfrage, ja, wann ist das Thema mehr, wann ist weniger das Interesse. Da ist halt wirklich zu bemerken, dass so, wie du gesagt hast, nach der Jahrtausendwende interessanterweise ist das Interesse merklich nach unten gegangen, auch in der, was FPÖ betrifft. Ja, wir haben das Dokumentationsarchiv hat die FPÖ 1993 erst einmal als rechtsextrem bezeichnet. Das ist damals durch. Also Haider hat inhaltlich meines Wissens am Handbuch gar nichts geklagt, nur die Titelseite. Die hat ihm nicht gefallen, weil da war er mit der Reichskriegsflagge. Ja, also die Lektionen? Das schon, nur das, da hat er nicht, weil eben das Gericht gesagt hat, Reichskriegsflagge ist zu sehr beim Neonazi, Haider ist eben kein Neonazi, weil wir in dieser, und das ist eben so wichtig, sozusagen Rechtsextremismus ist nicht Neonazismus, und auch in den Medien war das eigentlich weitgehend durchgesetzt, FPÖ ist rechtsextrem in den 90er Jahren, und die späten nämlich auch noch, als Haider selbst, und du erinnerst dich, wie er ja vom weg wollte, Deutsche Kulturgemeinschaft streichen, Stadler und andere sozusagen in die zweite Reihe abschieben und dennoch rechtsextrem, rechtsextrem, rechtsextrem. Aber dann, und dann wird es immer weniger, weniger, und 2005, als sich das BZÖ abspaltet von der FPÖ, oder wie Haider gesagt hat, sich, also er auch persönlich, er befreit sie vom braunen Sumpf, ja, hört plötzlich die FPÖ, die damals und danach so weit rechts war wie nie zuvor in der Parteigeschichte, ja, In dem Moment aber die Bereitschaft, medial, gesellschaftlich, sie nur als rechtsextrem zu bezeichnen, ist immer weniger, immer weniger geworden. Das war 5%-Partei dann zu dem Zeitpunkt. Zu der Zeit, aber dann der Aufstieg wieder. Genau. Also da hat er, ja, vielleicht nur kurz zu der Veränderung. Das Internet hat, ist aus, also die hat, also anders formuliert, die neuen sozialen Medien haben diese Veränderungen natürlich auch noch befördert, aber die haben schon viel früher auch eingesetzt, eben schon in den 90er Jahren, nämlich weg von starren Organisationen, größeren hin zu loseren Zusammenhängen. Ja, so, kleine Schwarm. Genau. Schwer. Führerloser Widerstand wird das in der Szene genannt. Und ist in Österreich vielleicht nicht in dem Ausmaß wie in Deutschland oder anderen Ländern jetzt adaptiert worden von der Neonazi-Szene. Aber dann eben im Internet, wie sie dann überall so Kameradschaften aufgepoppt sind, wobei man da natürlich auch aufpassen muss, nicht jede Homepage ist gleich oder jeder Blog oder halt jede Facebook-Seite ist gleich eine große Bedrohung oder eine große Gruppe. Ja, da haben wir schon. Aber ja, damit verbunden hat sich auch gerade, wenn wir uns das ohne das Thema oder das Problem darauf zu beschränken, aber wenn wir jetzt über jugendkulturellen Rechtsextremismus sprechen, also einen Rechtsextremismus, der sich ganz gezielt durch jugendkulturelle sozusagen Entlehnungen, Adaptionen da auch glaubwürdig macht und hier auch mehr Sympathien dann gewinnt, da muss man sagen, dass sich der Rechtsextremismus oder Neonazismus extrem sozusagen diversifiziert hat, sein Angebot. Ja, du hast Anfang der 90er Jahre, wie ich in der Szene nur recherchiert habe, war die Wahrscheinlichkeit, wenn du einen Neonazi unter 30 triffst, dass er entweder Scheitel, das ist der Szene-Jargon für die Burschenschafter, oder Klotzen ist. Ja, das waren sozusagen die beiden Möglichkeiten. Also ein Küssel oder irgendein Skinhead. Genau, wobei der ja, Küssel eben genau eher Scheitel, genau. Und auch durchaus Arbeitsteiliger in die Szene. 2003 die Kundgebung, ich war damals dabei als Gerfried, sozusagen herinnen am Heldenplatz am 13. April 2002, wo die Skinheads gegen Wehrmachtsausstellung demonstriert. Meine. Das Bild für Götter, wirklich, da stehen die Klotzen, zum Teil ganz junge, 12-Jährige. Mit dem Schild, Großvater war kein Verbrecher. Und ihren Dogmaten, das mit der Unterschied. Genau, ne? Genau, so ja. Damals haben sie nur so ausgeschaut. Aber rundherum, also diese Arbeitsteilung fand ich ganz spannend, lauter Burschenschaften mit Ordnerschleifen. Sozusagen die Scheitel passen auf die Klotzen auf, das drückt auch eine Hierarchie in der Szene aus. Ja? Und die alten Herren haben es den Jungen ja verboten, mit Band und Mütze da teilzunehmen. An der Demo sind sie ohne, aber wir erkennen es an die Schmisse und die anderen im Anzug und Scheitel und die anderen eben Klotzen.
Ja, und diese natürlich auch, also Jugendkulturelle. Aber da waren die irgendwie, da waren die sozusagen, ich war damals auch auf der Demo, oder ich habe das beobachtet, das war eine Randgruppe, hat man das Gefühl gehabt, oder? Die Skinhead. Ja, oder die Leute, die dort gestanden sind, das waren sozusagen irgendwie Sonderlinge. Ne? Ja, aber sie waren nicht ungefährlich. Gerade rund um Wien hat es damals in den 90er Jahren auch massive Gewalt gegeben, zum Teil auch in Wien, ja. Wie ich nach Wien gekommen bin, regelmäßig Schlägereien, sogar am Schwedenplatz. Da stammt das Foto her, wo man einen gewissen René Schimmernick sieht. Nämlich das war, glaube ich, 91, eben beim Café Westend oder 90. Ja. Das war sozusagen die Hochzeit auch des wirklich gewalttätigen, organisierten Neonazismus. Man kann sich das halt noch auf YouTube anschauen, was lernen, wie es mit Holzstecken hingeht. Genau, Wehrsportübungen, dann die Angriffe aufs alte Flex in der Ahnstraßen, dann die eben wirklich Massenschlägereien im Prater, am Schwedenplatz, ja, wo sie dann auch die betroffene Seite, also türkische Jugendliche, organisiert haben, ja, Red Brothers sozusagen als Gegenwehr gegen die Neonazi-Angriffe. War das die Küstel? War das sozusagen zum Teil die Küstel? Zum Teil, aber es war so groß, ja, auch die Szene damals und auch auf der Straße doch viel präsenter als heute. Also das war nicht alles mehr Küstel, also das war auch wirklich viel Unorganisiertes. Ja. Viele von diesen Leuten, wenn ich es richtig verstehe, sitzen heute jetzt in den Kabinetten. Genau, die früher bei der FAPO waren und das Bindeglied zwischen beiden, also auch so zwischen der Neonazi-Zeit und auch schon währenddessen und heute der Kabinettskarriere oder FPÖ-Parteikarriere ist die Burschenschaft. Ja. Also darum sprechen wir nicht bei allen, also wir differenzieren ja auch Burschenschaften selbst noch so von Scharnierorganisationen. Sie verbinden so das eben nicht vom eigentlich noch Verbotsgesetz sozusagen, oder vom Verbotsgesetz bedrohten Neonazi mit honorigen Milieus und neuen Persönlichkeiten. Beispiel Olympia, wir haben Martin Graf, Harald Steffert und auf der anderen Seite laden sie zu ihrem Stiftungsfest 2005 David Irving ein, Holocaust-Leugner, weltbekannter Neonazi. Und das meint dieses Scharnier und das ist doch eine österreichische Besonderheit. In dem Ausmaß gibt es meines Wissens woanders nicht. Ja. Und das macht natürlich die Szene stärker. Ja. Die Neonazi-Szene für sich, wenn sie so für sich wäre, wäre nicht so ein großes Problem. Das heißt, die Neonazi-Szene kann irgendwie sozusagen rauströpfeln in die politische Szene. Genau. Und grundsätzlich muss man ja sagen, bitte mich nicht falsch verstehen, soll das auch so sein. Keiner wird als Neonazi geboren und muss ein Leben lang Neonazi bleiben. Die Grenze, die das Verbotsgesetz zieht, soll ja durchlässig sein. Mhm. Ja? Nur muss dann schon auch die Frage erlaubt werden, ich sage das immer, ist natürlich sehr polemisch, aber hat auch, glaube ich, doch einen wahren Kern, inwieweit eben gerade Strache und andere auf diese anspielen, inwieweit die FPÖ ein geeigneter Ort zur Resozialisierung ehemaliger Neonazis sein kann. Also keine zähmende Funktion, sondern eher eine verharmlosende und das ist die Frage. Das ist, ich meine, es gibt, und ich kann es nicht quantifizieren, wir können in die Leute nicht reinschauen und ich finde grundsätzlich, es wiegt sozusagen, was jemand macht und natürlich auch sagt. Schon klar, das Wort gehört da auch dazu. Und es besteht ja die Möglichkeit, dass man sozusagen vom Neonazi sich mäßig zum Rechtsextremen. Ja. Aber es besteht auch die Möglichkeit, und davon wissen wir, weil das auch ein Konzept ist der Neonazi-Szene, das sogenannte Frontkonzept, stammt so Anfang der 90er Jahre. Warum? Weil das Verbotsgesetz in Österreich damals verschärft wurde und die Neonazis gewusst haben, und sie haben recht gehabt, und das zeigt dann die Zahl der Verurteilungen. Ich weiß nicht, wie es, seitdem ist Küssel, glaube ich, dreimal verurteilt worden. Das ist ja verschärft und unter anderem auch verschärft. Dahingehend, indem man die Strafen ein bisschen runtergesetzt genau. hat. Genau, ja. Dadurch ist mehr zu Verurteilungen gekommen. Ja. Du kannst jetzt vielfältig, teilbedingt, Geldstrafen, also wie normal im Strafrecht. Und das war wichtig. Tatsächlich sind die Verurteilungen deshalb gestiegen und die Neonazis haben das natürlich auch gewusst. Die Repression ist stärker geworden, Anfang der 90er Jahre. Und Frontkonzept, Frontpapier ist eine Reaktion darauf, was steht da drin. Auch das von den Linken abgeschaut, aber ist auch natürlich banal. Sozusagen der Entrismus, den die trotzkistische Seite macht, in die Sozialdemokratie dort reinzugehen und die nach links zu ziehen. Das gibt es natürlich auch bei Neonazis, wobei hier noch eine zweite Funktion dazukommt, nämlich rein in die FPÖ und das Vorfeld, weil man dort Schutz oder sich Schutz vor behördlicher Verfolgung erhofft. Ja? Und da war das größte Beispiel zwei Jahre später, also größte, das herausragendste oder das prominenteste Beispiel, die Friedhofsschändung in der Eisenstadt. Zwar Neonazis, ringfreiheitlicher Jugend, ja, ist dann nicht gleich aufgeflogen, waren dann auf der Flucht und so weiter. Einer der Täter dann später nach seiner Haftstrafe wieder in die Neonazi-Szene und für Altendonau noch einmal verurteilt. Also da haben wir da gesehen, rund um eben Eisenstadt und so weiter, hey, da gibt es Neonazis in legalen Strukturen. Ja? Wie ist das heute mit den, nehmen wir die identitäre Bewegung her, genau. Ist das, kann man das Strache
lobt ja die identitäre Bewegung und sagt, das sind eigentlich anständige junge Leute, die sich dafür ihr Vaterland engagieren. Ist das vergleichbar mit einer Neonazi-Szene der 90er Jahre? Nicht unbedingt, also auch vom Äußeren. Also bin ich nur mal übernehmen wir ja sehr viele linke Codes und linke Aktionen. Genau. Und das meine ich ja mit der Diversifikation, auch jugendkulturell sind die nicht eindeutig zuordnenbar, das sind nicht Skinheads. Wobei überhaupt die Jugendkultur oder Subkultur der Skinheads relativ bedeutungslos geworden ist im Vergleich zu früher. Also sie lassen sich jugendkulturell nicht mehr so zuordnen, auch vom. Und das ist ja auch was Positives. Ich finde ja eh, man soll nicht vom Aussehen, weil früher hat das Vorteil, also eben auch zum Vorteil geführt, dass alle Skinheads Neonazis sind. Heute muss man mehr genauer hinschauen, aber man erkennt es sozusagen nicht mehr am Äußeren. Die Codes, eben wurden erwähnt, linke sozusagen Elemente oder Entlehnungen aus der Subkultur. Also besetzen, genau. Das ist, sind doch eher linke Protestformen. Ja, das hat sich schon angekündigt mit den autonomen Nationalisten, ja, Neonazi-Gruppierungen, vor allen Dingen in Deutschland und Osteuropa, die, und das war wirklich ein Bruch und das ist eine Veränderung, auch die wir beobachten in Österreich, noch nicht in dem Ausmaß, aber doch auch, nämlich, dass Neonazis sozusagen jetzt insofern radikaler werden, als sie auch die Polizei angehen. Ja? Davor war es in der Regel so, und das wird da jeder Beamter bestätigen, wenn sie fragst, warum hast du die Linken mehr als die Rechten, wird er das sagen, über die Rechten brav salutieren, weil ich sage, hab acht und bleib stehen. Ja, das gilt aber nicht mehr. Ja, also da ist schon auch mit dem Abschauen von linken Protestformen auch sozusagen die Frage, wie aggressiv geht man die Polizei an, wie sehr gehorcht man so. Da hat sich etwas auch verändert und das macht die Szene natürlich attraktiver, weil so dieses Rebellische glaubwürdiger wird. Ja. In die 80er Jahre, wenn sie einen Neonazi hinstellt und den Rebellen herauskehren lässt, haben alle gelacht, weil also da war nichts rebellisch dran, ja, weil sofort eben immer die Unterordnung war und mittlerweile ist das ein bisschen glaubwürdiger geworden. Und gerade die Identitären auch mit ihrem, ja, durchaus auch bei allem Konformismus und Altbockenem, und ich halte sie nicht für Neurechte, ich glaube, dass die Bezeichnung verharmlosend ist und ihnen entgegenkommt. Sie nennen sich selbst so, sie behaupten den Bruch, den ich in der Form nicht sehe. Und wie gesagt, ein Bruch, und das zeigt ja die FPÖ und die Debatten, kann nicht nur darin bestehen, dass man sagt, ich bin nicht mehr oder quasi ich distanziere mich, ja, nicht auf Bekenntnisebene, sondern es müsste auch politische Folgen haben. Und da, wenn man sich den Diskurs der Identitären anschaut, sieht man, braucht man nicht jetzt Politikwissenschaftler sein oder Historikerin, sehr schnell den ja, alten Rechtsextremismus und im Fall der Identitären, wie wir ihm sagen, auch den Neofaschismus. Ja. Komm, machen wir einen kurzen Bruch da. Ihr macht seit kurzem einen Workshop mit muslimischen Jugendlichen, gemeinsam mit der muslimischen Jugend über Antisemitismus. Wenn man sich das Publikum anschaut, ist das in irgendeiner Weise vergleichbar? Sind die jungen Leute, die sozusagen in den Benela-Verbindungen sitzen und die vielleicht in radikalen Gotteshäusern sitzen? Ist das der Neumann, der Terrorforscher, der Deutsche, spricht vom Dschihad und vom Counter-Dschihad, wenn er die beiden Szenen vergleicht? Genau. Was haben die gemein? Da gibt es viel gemeinsam, zunächst auch, weil wir uns die Ideologien, wenn wir die vergleichen, die Versprechen, also das Angebot, wenn wir in der Wirtschaftssprache bleiben, Sicherheit, Stärke, Zusammenhalt, Kameradschaft, Identität im Singular, ganz wichtig, ganz ein wichtiges Versprechen. Die Identitären nennen sich sogar nach dem Begriffsfetisch, wenn man so will. Also da auf der Angebotsseite bei den Neonazis bzw. Dschihadisten kommt noch das Gewaltversprechen dazu. Komm zu uns, du darfst töten. Ja, töte, du bist legitimiert. Bei den Neonazis. Ja, bei den Dschihadisten, genau, meine ich ja. Das ist eine ganz wichtige Ähnlichkeit. Sozusagen dieser Zug, schlachten dürfen. Genau, dieser Zug zum Tod, durchaus auch suizidal. Ja, sowohl Identitäre als auch der sogenannte IS werben mit dem Akronym JODO. Ja, you only die once. Mhm. Ja. Bei den Identitären ist dann noch Yoko Mishima drauf, ein spanischer Neofaschist, der einen Putsch. Das heißt, sie sind sich eigentlich verwandter als sie beide. Durchaus. Auch diese Todessehnsucht, diese Morbide, das Schwarze. Ja, und da spricht, und das ist das Fiese dran, ja, da schlachten sie schon auch beide. Ja, sozusagen Adoleszente, Gott. Pubertierende, auch Sehnsüchte, Ängste aus. Es gibt, erinnern wir uns an die eigene Adoleszenz, es gibt diesen Zug zum Dunklen, zum Morbiden, zum Gespenstischen. Mein Lieblingsautor mit 13 war Kafka. Ich bin versunken. Ja. Das hat irgendwas, das hängt mit den, das wird jetzt zu weit führen, hat entwicklungspsychologisch durchaus eine wichtige Bedeutung. Aber was es auch gibt, ist eine Suizidspitze zwischen 14 und 18. Ja. Die dann erst mit ab 80 wieder erreicht wird. Ja. Und genau, und das ist eben so unverantwortlich. Ja. Und da fahren die rein mit dem Diskurs, you only die once,
Tod ist super, der Held, der sich opfert. Also das haben wir sowohl im Dschihadismus als auch im Neonazismus, was wir auch haben. Ich kann nicht Arabisch, aber bin ganz eng mit Rüdiger Lohlka, der mir das bestätigt hat, der diese Lieder der Dschihadisten also auch analysiert. Und in beiden, ganz oben, ist das Wort Reinheit, rein. Also ganz ein starkes Versprechen, das beide machen. Eben Freiheit von Uneindeutigkeit, Freiheit von Ambivalenz, das Reinheitsversprechen. Und in der Not, darum ist das Feuer bei beiden so wichtig, brennt man dort dann das Rein. Ein Volk, ein Reich, ein Führer, ein Gott. Genau, das wäre sozusagen die Ergänzung. In beiden Systemen ist der Führer wichtig, ja, bedingungsloser Gehorsam, also das sind die Gemeinsamkeiten. Und wenn man jetzt schaut auf die Nachfrageseite, Subjekt, ja, wer ist überdurchschnittlich anfällig auf solche Versprechen, reinzufallen, wäre es überdurchschnittlich anfällig, so ein Angebot anzunehmen, da sind wir auch Gemeinsamkeiten. Und ich spreche jetzt bitte nicht, weil da muss man aufpassen, weil oft auch Klischees im Umlauf kommen und dann auch unfreiwillig gestärkt werden. Ich spreche nicht über die Führungskader, über die Führungsschicht. Ja. Da geht es wirklich, ist der Einstieg passiert ideologisch. Ja. Die sind auch familiär oft auch vorbelastet, ja, kommen in der Regel aus sehr stabilen Verhältnissen. Ja, ich spreche, und die sind nur für Präventionsarbeit auch relevant, für die Breite ist sozusagen Schicht, um die oft als Mitläufer unter Anführungszeichen bezeichnet werden, unter Anführungszeichen deswegen, weil es oft was Verharmlosend hat. Ich meine es nicht so. Und ich habe selbst Gespräche geführt bei meinen Recherchen und ich weiß es aus der Literatur, auch im Fall des IS, dass da eindeutig also ein Zusammenhang bestimmen muss. 100% ja, derer, die da sozusagen reinkommen, sind 100%, also alle, haben als Kinder von klein auf Gewalt erfahren. Ja, das heißt, sie sind sozusagen wirklich diese geschlagenen Hunde, wo es eben diese vielen Klischees gibt, die, und das ist auch spezifisch männliche, jetzt unter Gender, also nicht Sex, sondern Gender-Aspekt, also kulturelles Geschlecht, soziales Geschlecht, dass halt Männer sozusagen solche Gewalterfahrungen von klein auf dann in der Adoleszenz anders verarbeiten. Nicht alle natürlich, sonst hätten wir andere Probleme. Aber sozusagen vom unerträglichen Status des Opfers, der Passivität zum Täter werden. Ja. Das hast du eben bei diesen Gewaltformen ganz stark. Also wirklich, ohne dass es, natürlich ist er, bleibt ein Täter Täter, aber beginnend bei Anders Breivik, wenn ich nicht die Traumatisierung mit 4, 5 Jahren im Kopf habe, verstehe ich die Tat nicht. Ja. Und es braucht aber, Stichwort Breivik, eben beides. Es braucht den Wahn, den individuellen Wahn, aber, und darum ist Breivik der erste Internetterrorist, es braucht das Echo, den sozialen Wahn, der ihm sozusagen aus dem Kastel entging. Vor allen Dingen, weil er ab 2005 nicht mehr raus können hat, weil er so paranoid war. Und dann verstärkt sich das. Und ich sage immer, ohne Internet hätte der Breivik, ich meine, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber nur unter Anführungszeichen es zum Amoklauf verbracht, von denen man weiß, dass sie in der Regel nicht so gut vorbereitet werden, weil sie nicht ideologisch so stark gefremd sind, ja, und so weiter. Und die Opfer zeigen nur zwischen 15 und 30, wie gesagt, soll man jetzt nicht sprechen. Aber auf was ich raus will, er braucht sozusagen diese Bestätigung, die Ideologie dazu, dass er eben auch mit dieser Perfidie die Tat vorbereitet. Mir ist das, ich habe mich sehr viel mit Breivik, und das war im Übrigen, wenn ich gefragt wäre, was war sozusagen die Grenze für dich, also dann war das Norwegen, also der 22. Juli 2011. Also das war das Ereignis, weil ich habe da gerade an einem Buch gearbeitet, genau zu dem Thema Rechtsextremismus in Europa, habe diese Manifeste zum europäischen Widerstand, zum europäischen Befreiungskampf alles gerade durchgelesen, zitiert, ausgewertet, im Vorwort geschrieben, hey Leute, da, und an zitiert an französischen Neofaschisten, eben die Lunte ist gelegt. Ja. Und genau, also wirklich bei der Endredaktion, geht das hoch, passiert das. Ja. Und da haben wir, Alter, Scheiße, es ist schon zu spät. Es war irgendwie spooky, ja. Und dann habe ich es eigentlich nur das Vorwort umgeschrieben, ich wollte dann kein Breivik-Buch schreiben. Aber eben, wenn es diese Europa geht unter, ja, wir werden islamisiert, wenn es diesen sozialen Mann nicht gibt, dann hätte der Breivik, wie gesagt, diese Tat nicht in dieser Perfidie vorbereitet, dass er sich die Uniform nicht, die Munition mit Gift präpariert, das Manifest auf 1000 Seiten, über 6 Jahre. Ja. Also da gibt es Ähnlichkeiten, sowohl auf subjektiver Seite, Betroffenheit in der Gewalterfahrung, und wenn man jetzt das jetzt Extrembeispiel, aber auch schon vor der Gewalt gibt es fehlende Anerkennung, also Anerkennungsdefizite spielen eine große Rolle. Ich habe mit 16-jährigen Vorstadt, unter Anführungszeichen Neonazi, bei 16-jährigen spreche ich nicht von Neonazi, sondern eher von Rechtsorientierung, da ist noch viel zu viel in Bewegung, aber halt, wenn man jetzt unter Anführungszeichen, er wollte einer sein, er hat den so erkannten Körperpanzer, Bomberjacke und so, und ihm dann vertraulich im Gespräch, es geht überraschend gut immer, mir gelingt es ihm eigentlich fast immer, dass er in der Beziehung herrscht, in der Präventionsarbeit,
Aufstiegsarbeit in dem Sinn macht man nicht, weil es die Ressourcen noch nicht gibt. Es gibt Ankündigungen aus dem Innenministerium, dass das kommen soll, schauen wir mal. Und der hat mir glaubhaft versichert und in vielen Varianten, aber so deutlich habe ich es dann eigentlich nur einmal gehört, aber in vielen Varianten ähnlich. Und er sagt zu mir, und wirklich, der harte Junge, der den ganzen Tag so kaum sich gerührt hat und so recht schon mitgearbeitet hat, aber dann sagt er zu mir, und dann merkst du auch die Emotion, das Gesicht zucken und der Körperpanzer locker ziehen, und er sagt, er ist noch nie gelobt worden. Er hat von klar auf nichts anderes gehört, wie du kannst nichts, du bist nichts wert, du kannst nichts. Ja? Und da ist klar, das produziert nur den massiven Selbsthass. Ja? Und diese Nicht-Anerkennung kann es in der Familie geben, aber auch gesellschaftlich. Ja? Wenn eine Gesellschaft spiegelt eigentlich die eigene Wertlosigkeit permanent, die permanent abwertet. Wo man bei den muslimischen Jungs sagt. Genau. Das ist sozusagen eine wichtige Gemeinsamkeit, wo die Abwertung eher gesellschaftlich funktioniert, ja, wo dann die Familie auch dagegen hält und dann vielleicht oft schon sozusagen auf der anderen Seite ein bisschen zu viel Aufwertung auch macht. Auch das kennen wir, ist aber Reaktion auch natürlich auf die gesellschaftliche Abwertung. Und wir dürfen auch eins nicht vergessen, und da werbe ich auch immer ein bisschen für Verständnis, die Adoleszenz in einer Familie mit Migrationshintergrund ist viel, viel schwieriger als ohne. Warum? Ja, weil die notwendige Loslösung aus der Familie schwieriger ist. Jeder Jugendliche fühlt sich unbewusst als Verräter oder als Verräterin. Das haben wir alle durch müssen, das gehört zur Entwicklung. Wir verraten unter Anführungszeichen Elternhaus, das führt wiederum zu Schuldgefühlen, und dann können viele auch wieder die Schuld auf andere projizieren. Ja. Nur wenn das Elternhaus, sozusagen die familienfeindliche Umgebung tatsächlich oder vorgestellt, das ist doch relativ wurscht, aber gerade in Österreich, glaube ich, können wir uns relativ schnell darauf einigen, dass es starken gerade gegen türkische Community Rassismus gibt, viel Vorurteile, dann wird das Weggehen schwieriger. Ja? Und die These ist jetzt auch, dass auch sozusagen Extremismus vor muslimischem Hintergrund jetzt bei Jugendlichen, es ist bei Weitem kein Jugendproblem, ja, das müssen wir einmal aufpassen, dass wir das nicht immer so abschieben, auch damit zu tun hat, mit dieser Schwierigkeit. Ja? Da eben sich aufzulehnen, wegzugehen, aber gleichzeitig das nicht zu können, ja, druckgebunden zu bleiben. Und da ist es eher eine sehr krisenanfällige Zeit, und da tun genau die Rekrutierer einsetzen. Ihr macht nicht nur Dokumentation, ihr schreibt nicht nur wissenschaftliche Berichte, sondern ihr macht diese Präventionsarbeit. Das heißt, ihr geht in Schulen oder? Ja, ich vor allen Dingen. Ja. Mhm. Wie schaut das aus? In der Mittelschule und oder in genau, es beginnt oder? Ja, eher, ich würde sagen, die meisten Nachfragen kommen aus Berufsschulen. Ja, Berufsschulen, dann ist lang nichts, und dann AHS, BHS, Oberstufe. Leider ganz, ganz wenige aus HTL, also gerade die technischen Schulen, und das sind ja eher auch dort, wo der Männerüberhang sehr deutlich wird, sind es meistens auch die Problemschulen. Mhm. Ich gehöre zu denen, die Rechtsextremismus, egal ob jetzt vor mehrheitsösterreichischen Hintergrund oder migrantischen, es gibt ja nicht nur den sozusagen Neosalafismus, ja. Und sondern auch, wir haben einen kroatischen, einen serbischen, einen ungarischen, klar, so wie es in den Ländern das gegeben hat und gibt es hier auch und noch viel stärker in den Communities, klar, weil es auch gegen Rassismus immer auch eine Reaktionsform ist auf tatsächliche oder gefühlte Ablehnung. Gerade bei den Grauen Wölfen ist es sehr deutlich, die da prozentuell mehr Zustimmung haben als in der Türkei. Ja, klar, ja, Leute, die hier geboren sind, vielleicht in zweiter Generation, da schon aufwachsen, trotzdem sie wieder so stark nationalistisch identifizieren, das ist, glaube ich, nicht 100%. Wie knackt man diese Jungs? Eben, ja, indem man ihr Bedürfnis versteht, ja, nach ihre Verletztheit, sie sind verletzt, sie fühlen sich diskriminiert, sie brauchen zunächst einmal einen Raum, wo sie das artikulieren können. Ja. Und die Schule ist selbst ja oft Teil des Problems. Ich will jetzt keinem Lehrer, keiner Lehrerin zu nahe treten. Ja. Aber allein schon als Institution reproduziert sie soziale Ungleichheit, ja, klarerweise, wie das ganze Bildungssystem. Und und da ist es eben wichtig, gerade in dem Raum Schule, sozusagen zunächst auch in der Präventionsarbeit, und das betrifft alle, zunächst einmal beginne ich quasi, wo sind wir Objekte von Diskriminierung und Vorurteil? Ja, und das kann ich auch mit mehrheitsösterreichischen Berufsschülern machen. Ja. Ich war in Langenlois, also in Krems, und habe mit 8 Maurer-Berufsschülern zum Beispiel aus Langenlois einen Workshop gemacht. Ja. Und da muss ich natürlich sagen, das war wirklich eigentlich unter Anführungszeichen eine Neonazi-Gruppe. Ja. Aber ist auch dort, manchmal keine großen Erfolge braucht man nicht erwarten, aber zumindest diese, und das ist eines der Bildungsziele auch, so ein Perspektivenwechsel, dass sie quasi verstehen, wie es der Person geht. Na, da in dem Fall, ich sage, wo
Wo fühlt euch ihr diskriminiert? Kennen die oft nicht, ja. Aber wo habt ihr das Gefühl, dass andere auf euch runterschauen? Und um das geht es. Geht was um, antworten die dann? Ja, die Gymnasiasten vom Kremser Gymnasium von der 7., die jetzt, wenn wir uns vorbei, also sie spüren, wie gesagt, muss nicht tatsächlich sein, aber sie, was es schon ausdrückt, und das wissen wir, es gibt ein Wort dazu auch in der Soziologie, Klassismus, ja, der Sozialrassismus, ja, gegen die, unter Anführungszeichen, Unterschichten, ja. Das ist Realität. Insofern werden sie, wird ihr Gefühl schon einen wahren Kern haben. Das gibt es, und gerade unter Schüler, Schülerinnen gibt es ganz stark, ja, sozusagen auch die Distinktion, die Besseren gegen die Schlechteren, zum Teil ja in den Schulen. Wir haben jetzt letztens ein Kollege erzählt von einer HTL in Oberösterreich, wo WLAN eingeführt worden ist und wo die Schüler, Schülerinnenvertretung verlangt hat von der Direktion ein abgestuftes System des WLAN. In schnelle WLAN kommst mit einem Notenschnitt von 1 kommt bis 1,9, dann ist mittlere und die schlechten Schüler selber, die Schülerinnen selber. Ja? Also das zeigt natürlich auch, wie in so einer Schule politische Bildung funktioniert, nämlich gar nicht. Weil, und das ist auch mein Verständnis von politischer Bildung, nicht zu wissen, weniger zu wissen, muss man auch wissen, Institutionen, aber eher so immer Einstellungs- und Haltungsfrage. Wie gesagt, vor allen Dingen Berufsschulen, ein bisschen NMS, und wie wir noch nicht so genug zu tun hätten, ist eben ab 2002 auch nur die Dschihadismusprävention dazugekommen, lang vor 2014, ja, wo dann die große Aufregung war, und da war eh dann eine große Welle, was natürlich auf der einen Seite ein Hype war, aber durchaus berechtigt. Wir haben eine ganz massive Bewegung gehabt aus Österreich in den sogenannten Dschihad, ich glaube fast 280, zwischen 280 und 300. Das Problem ist halt, muss ich auch sagen, das Unterrichtsministerium, die Wertschätzung, die man dort erfährt, auch finanzieller Art. Wie ich angefangen habe, habe ich alle Stunden, ich konnte Schulen in ganz Österreich besuchen und bekam das vom Unterrichtsministerium bezahlt. Wenig überraschend, 2002 werden diese Stunden limitiert auf 15. Ja, das sind 7,5 Schulen, sagen wir 7 Schulen pro Jahr, die das Unterrichtsministerium bezahlt hat. Das heißt, ausgerechnet die Regierung, die immer wieder sagt, man muss also gegen den Extremismus ankämpfen, dann kürzt diese Stunden. Genau, es war 2002, da war es blau, schwarz-blau. Und dann sind. Okay. Genau, 2002. Ja. Da würde ich so bezeichnen, aber genauso bezeichnen, und da trifft das jetzt. Das ist dann nicht wieder erhöht worden, noch 2006, oder ganz im Gegenteil, voriges Jahr oder vor 2 Jahren noch einmal gekürzt worden auf 10 Stunden. Das heißt, 5 Schulen. Ich habe im Jahr Einladungen zu um die 40 Schulen. Ja, wie. Eigentlich immer Beträge redet man da eigentlich? Da redet man pro Einheit um 36 Euro. Ja. Also ein Glas kommt auf 70, auf 72 oder 80 also Euro. Also zweistellige Beträge. Genau. Also die werden Workshop für Workshop bezahlt, das ist kein großes Ding. Und das halte ich wirklich auch vom Hintergrund, dass es eben so kleine Beträge sind, ja, auch für einen Ausdruck von, eigentlich wollen wir nicht, dass du das machst. So kommt mir das vor. Ja? Und ganz kurz noch, wird das DÖV subventioniert, jetzt machst du, weil wir wollen es ja machen. Ich finde es so wichtig, die Präventionsarbeit. Und ich gehe jetzt in der Arbeitszeit. Also 5 Schulen zahlt das Ministerium, 35 bis 40 Schulen mache ich in der Arbeitszeit gratis, weil sonst würden es wahrscheinlich, und weiß ich, würden nicht nachgefragt. Gerade mit der Schulautonomie kam nicht mehr Geld in der Regel in die Kassen. Das heißt, das Dokumentationsarchiv subventioniert das Unterrichtsministerium zurück, und das geht natürlich auf Dauer nicht, und darum habe ich begonnen, jetzt ein bisschen weg von den Schulen, vom Regelschul, aber ich will mit Jugendlichen arbeiten, und die brauchen es eh mindestens genauso zur überbetrieblichen Lehrlingsausbildung. Ja, und von der Zuständigkeit AMS und dann die einzelnen Anbieter, wo ich jetzt die Ressourcen halt von dort abziehe, weil es ja nicht einzig auf Dauer. Jetzt habt ihr ein subventionsgewährtes Innenministerium, für das ihr Berichte schreibt. Genau. Sozusagen als verlängerter staatlicher Arm. Wenn man genau, sagt, da gibt es einen Vertrag. Jetzt sitzt dort als Minister ein Vertreter einer Partei, die das DÖV sozusagen, oder erstmals, das ist der erste blaue Innenminister. Hat es nicht gegeben, ja. Als erstes Mal ein Vertreter einer Partei, die euch sozusagen ganz offen heute wieder höbelt, sagt, ihr seid eine linksextreme Propaganda-Organisation. Ausgerechnet er, der, kannst du erinnern, damals das Foto für die FPÖ-Wahlpropaganda-Video, wo er einen Filmausschnitt vom Heldenplatz genommen hat, März 38, und behauptet hat, im Wissen, dass es nicht ist, dass das der Julius Raab ist. Ja, der einen Hitlergruß macht. Dann ist er vom ORF. Ja, Herr Höbel, das ist nicht drauf. Und er sagt drauf, ja, es war ein filmischer Gag. Ein Historiker. Ja. Und da frage ich mich auch bei der Universität, bitte, ist das im Vereinbar mit dem Selbstverständnis? Also da muss man schon die Universität einpflichten. So einer als Professor. Na, wurscht. Und der unterstützt uns Propaganda. Ja. Aber auch der, auch Kickl oder die ja, jetzt. Der Legion, hat euch sozusagen,
Wie geht das weiter? Wenn ich jetzt die FPÖ auffordern würde oder bitten würde, die Geschichte der Burschenschaften aufzuarbeiten, so wie Strache es angekündigt hat in seiner Rede, würdet ihr das tun für die FPÖ? Für die FPÖ nicht, weil nicht zu erwarten ist, dass das auch friktionsfrei geht. Man macht uns nichts vor, aber sofort, wenn es das Parlament macht. Also, und das fände ich auch angesichts der Bedeutung für die, das soll jetzt eben keine Arbeit für die Partei werden, das ist für die Republik wichtig. Wenn man weiß, die Vorgeschichte Nationalsozialismus, Nationalsozialismus, Umgang, Weiterleben, Integration, Wiederaufbau des dritten Lagers und so weiter, das ist von einem allgemeinen Interesse und wäre drum durchaus auch vom Nationalratspräsidium dann heute und dementsprechend können auch natürlich Parteien Wissenschaftlerinnen vorschlagen und da wären wir gerne auch Teil. Ja. Aber reine sozusagen Parteiauftragsarbeit, von dem abgesehen, dass wir den eh nicht kriegen würden, aber wir würden das auch nicht wollen, weil eine andere Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, kommt man in die Archive, machen die Burschenschaften auf und ich kann mich damals erinnern, wie Wolfgang Neugebauer, und das war bitte bei der SPÖ, wie sie gejammert haben über die Kärntner BSA-Leute, die, obwohl von der Parteispitze abwärts gesagt, das macht es auf, die Archive ist einfach nicht aufmachen haben. Ich würde gerne mal, wir haben jetzt viel Geld, wir haben über die Dschihadisten Geld, wir haben über die Rechten Geld, wir haben noch nicht über die Linken, ein bisschen über die Linken Geld als Nenner. Haben die ein ähnliches Problem? Hat die Linke, wir haben jetzt ein paar SPÖler in der Burschenschaft, seltsamerweise, die da auftauchen, der hat das Buch. Ist das ein SPÖ-Problem oder ist das ein... Nein, ist die Frage, ich meine, zunächst muss man mal sagen, historisch, ja, da gibt es natürlich, oder wenn man ganz weit, und ich bin ein Anhänger der Kontinuitätsthese, die österreichische Sozialdemokratie hat eine ganz wichtige Wurzel, unter Anführungszeichen, im Deutschnationalismus. Ja. Bekanntlich Engelbert Bernersdorfer, Viktor Adler und Georg Ritter von Schönerer sind gemeinsam Linzer Programm 1880. Ja. Erst 85, als der Schönerer, der war vorher schon Antisemit war, aber 85 dann explizit diese eben antisemitische Forderung allem voranstellt, und sagt, die Lösung der Judenfrage ist quasi alles, treten Bernersdorfer und Adler aus, wobei Gott der Bernersdorfer immer ganz gute Kontakte zu den deutschvölkischen und dann später Nazis gehabt hat, nach wie vor. Ja. Und auch beim Begräbnis von Bernersdorfer Nationalsozialisten dabei waren und auch noch gesagt haben, quasi ihn auch gewürdigt haben, ich glaube Mitte der 20er Jahre. Also es gibt diese deutschnationalen Traditionen in der Ersten Republik, in der SPÖ rein, damit auch aber die antisemitischen Traditionen, gerade wenn du SPD und Sozialistische Partei in Österreich vergleichst, also Deutsch-Österreich, wirst du sehen, dass die Österreicher viel antisemitischer war, auch in ihrer Propaganda, auch im Vorwurf an die Christlich-Sozialen verjudet zu sein. Sogar die Nazis haben sie nur als verjudet versucht darzustellen. Also so ähnlich wie die KPD in Deutschland, so antisemitisch. Nach 1945, und das ist das, was natürlich bis heute nachwirkt gewissermaßen, steht die SPÖ vor einem Problem. Viel mehr als bei der FPÖ sind die Eliten sozusagen gekappt. Ja, die Intellektuellen mehrheitlich dem linken Parteiflügel, mehrheitlich jüdisch, also akademischen Hintergrund, sind tot oder im Exil. Ja? Und jetzt stellen wir uns, das können wir uns nicht so unmittelbar, aber sinngemäß so vorstellen, die im inneren Exil zurückgebliebene, arisierte Mehrheit Sozialdemokratie sitzt jetzt da, ja, die lästigen revolutionären Sozialisten, Juden, Intellektuellen sind jetzt eh alle weg. Und jetzt geht es aber darum, ab 48 wird die deutsche Industrie verstaatlicht. Ja, Proporz, schwarz-rot, schwarz-rot, schwarz-rot. SPÖ steht wirklich nur sinngemäß vorstellen, es gibt aber Belege. Ja, Julius Braunthal schreibt in seiner Autobiografie davon und andere, die nämlich immer gewartet haben im Exil, dass sie eingeladen werden, zurückzukommen, das neue Österreich aufzubauen. Ja. Und die vor die Wahl gestellt, eben laden wir unsere Genossen, Genossinnen ein, die zwar linker sind als wir, die zwar jüdisch sind, mehr nicht alle, aber viele, ein zurückzukommen. Wir brauchen sie ja eben. Oder erklären wir die ehemaligen Nazis zu unersetzlichen und setzen wir uns auf unsere Posten und die werden uns dazu dankbar sein. Ja, und so erklärt sich auch in der ÖRG, sozusagen bis in die 80er Jahre, immer auf SPÖ-Tickets, und ich bin ja oft auch gefragt worden, warum sitzt eine Burschenschaft auf einem SPÖ-Ticket. Ja? Von Seiten der Burschenschaften muss man natürlich auch aufpassen, insofern ist das hier auch nochmal anders zu bewerten. Im Fall der FPÖ gibt es eine weltanschaulich weitgehende Deckung zwischen FPÖ, wo ja jetzt auch das Bekenntnis zur deutschen Volksgemeinschaft wieder ein Parteiprogramm ist, das haben die Burschenschaften sozusagen rein reklamiert, während bei SPÖ und Burschenschaften doch ideologisch, wie gesagt, bei den Penalen weniger, da mag es noch welche geben, weil die, wie gesagt, ideologisch noch nicht so, es geht jetzt sukzessive, aber da ist so weltanschaulich, es geht nicht zusammen. Insofern ist es schade, wenn man einen Unvereinbarkeitsbeschluss
treffen muss, aber eigentlich müsste sie ja verbieten, diese Mitgliedschaft. Nur, was in manchen Fällen dann sicher eine Rolle gespielt hat, ich weiß, ob das heute nur so relevant ist, und das spricht jetzt weder für die SPÖ noch für die Burschenschaft, aber das scheint mir auch in Wiener Neustadt so ein Fall zu sein. Wenn ich in den 80er Jahren Beamter werden will, damals noch tiefroten Wiener Neustadt und bin halt penaler Burschenschafter, gehe ich halt lieber zur SPÖ wie zur FPÖ. Wenn ich wähle, wissen die eh nicht. Ja? Also, ich meine, ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber sehr oft ist da ein Typ, wir kennen das ja, alle, das ist ja Opportunismus, klar. Ja. Und wie gesagt, das spricht jetzt auch nicht. Wie der Herr Korb gesagt hat, genau, also, genau. Oder wer war das? Ich glaube, war das ja, auch? Egal, genau, ja, ja. Aber da gibt es auch noch die Formulierung. Ich weiß nicht, von wem war das, vom Haslinger. Warum soll einer, der ein rotes und ein schwarzes Parteibuch hat, nicht blau wählen? Also das trifft es ganz gut. Kommen wir zum Schluss. Ja. Das Innenministerium hat jedes Jahr einen Verfassungsschutzbericht, wo die rechtsextreme Szene vorkommt. Ich nehme an, einige der Recherchen kommen auch von euch. Ist das weiterhin so geplant? Habt ihr Signale, dass das abgedreht werden könnte, jetzt wo diese Leute sozusagen an den Maßstab die Institutionen angehen? Gleich glaube ich nicht, weil das wäre auch, ich meine, für das Ministerium, und es wäre politisch eigentlich dumm, aber ich würde jetzt keine Ratschläge geben. Aber in dem Fall würde sie natürlich sie mit unseren Interessen decken. Das handelt sich, dieser Vertrag ist mit 30.000 dotiert. Mhm. Das ist im Budget sozusagen im Innenministerium relativ vernachlässigungswürdig und vor allen Dingen für das, was sie kriegen. Ja, also auch von der Qualität, da muss ich uns schon selber loben. Also Bernhard Weidinger, Willi Lassig und mich, also wir drei machen diese Berichte. Also für das wenige Geld so auch eine schlechte Presse und wir sind auch international gut vernetzt, gerade nach Deutschland und gerade jetzt nach dem Skandal, wenn sie das machen würden. Es wäre politisch so dumm, dass mich eigentlich überrascht, wenn sie es machen würden. Vor allen Dingen haben wir auch aufgrund einer jahrelangen, auch guten Zusammenarbeit mit denen, die für Rechtsextremismus zuständig sind. Ja, das sind ja auch wiederum andere, wie die für den Linksextremismus unter Anführungszeichen zuständig sind. Mit denen habe ich zum Glück keinen Kontakt. Da gibt es ja auch Arbeitsteilung im Ministerium. Und die sind, also da funktioniert die Zusammenarbeit so gut und die profitieren auch so von unseren Recherchen, dass die ja Interesse haben, dass das weiter besteht und dass die im Ministerium alles tun, damit es das weitergibt. Nur das Problem ist, haben wir ja auch bei Schwarz-Blau gesehen, du kannst die ja sukzessive sozusagen entmachten oder dann immer andere Struktur aufbauen, dann ja statt den Peter Griedling den Poli raufsetzen und dann geht es nach unten und die gehen halt dann, machen wieder was anderes. Da weiß ich nicht, wie es dann mit so einer eventuell neuen Struktur, wie das weitergeht. Aber was man so hört, soll das zumindest einmal in diesem Jahr, also eh nur in der Form, mehr oder weniger weitergehen, wie auch immer. Wir hoffen es natürlich. Aber wir sind jetzt nicht wirklich finanziell abhängig, weil von 30.000 würde man ja anders ausschauen. Und was uns auch noch Hoffnung macht, ist die Konstruktion, wenn ich es richtig verstanden habe, die Anbindung oder diese Brücke vom Innenministerium ins Bundeskanzleramt. Ja, gerade BVD ist sozusagen auch gegenüber Bundeskanzleramt noch einmal, weiß jetzt nicht, ob berichtspflichtig, aber da gibt es, und dann durch die Staatssekretärin, die auch für Erinnerungspolitik zuständig ist, und von dieser Brücke sozusagen, da hoffen wir uns dann schon, wenn, falls der Gegner sagt, nein, ich zahle das nicht mehr, dass es dann möglich ist vom Bundeskanzleramt. Und was wir natürlich, und da bin ich als einer, der damals eigentlich gegen einen EU-Beitritt gestimmt hat, heute wirklich heilfroh, dass wir in der EU sind. Und das war auch damals das Angebot vom Europäischen Parlament an uns. Wenn sie euch was streichen, dann kommt es sozusagen auf die europäische Ebene. Und da hoffe ich schon, ich meine, ich weiß schon, dass da jetzt auch nicht Geldhorn über uns ausgeschüttet wird, aber da hätten wir halt ja, zumindest auch immer wieder Beteuerungen, dass man diese Zeit dann auch durchtauchen kann, also mit Hilfe von woanders. Die großen Beträge, also die Stiftungsbeträge, also die Republik Österreich und die Stadt Wien sind ja sozusagen Stifter des Dokumentationsarchivs, die das auch sozusagen finanzieren. Die werden nicht so von heute auf morgen jetzt zum Versiegen gebracht werden, davon gehen wir nicht aus, aber so wie unter Schwarz-Blau 1 und 2 werden wir die nächsten, wenn es so lange hält, jetzt noch 4,5 Jahre nicht reich werden. Das war ein Interview, das Falter Chefredakteur Florian Klenk mit dem Rechtsextremismusforscher Andreas Peham vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands geführt hat. Das Interview ist diese Woche erschienen. Dieser Podcast bietet einen Blick in die redaktionelle Werkstätte des Falter.
Die Wiener Wochenzeitung bringt Hintergrundinformationen zu den brennenden Fragen in einer turbulenten Zeit. Sollten Sie noch kein Falter-Abonnement haben, dann können Sie ein solches auch online bestellen. Das geht ganz einfach über die Homepage www.falter.at/radio. Die Technik betreut wie immer Anna Goldenberg, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.